So, Wolf, mich würde das Thema Realität, Illusionen, vielleicht der Begriff der Maya, die Hindus sagen, alles ist Maya, alles ist Illusion. Was sagst du dazu? Was weiß ich schon davon? Also, ich spreche mal von mir, wie es mir damit geht. Ich möchte wissen, was wirklich ist. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, dem das nicht auch so geht. Also, in gewisser Hinsicht kommt mir das vor, dieses, wie wir unser Leben ertasten, was ist da draußen, was ist da drinnen, ein ertasten, was ist wirklich. Und wir täuschen uns ja immer wieder und dann sprechen wir von Enttäuschungen. Da habe ich mich getäuscht, das war eine Illusion und jetzt weiß ich, wie es wirklich ist. Und dann denken wir, das ist die Wahrheit oder Wirklichkeit da draußen. Da gibt es den Begriff der objektiven Wirklichkeit, dann gibt es den Begriff der subjektiven Wirklichkeit. Ja, was ist jetzt subjektiv? Wenn ich dich da sehe, ist es meine subjektive Wirklichkeit oder bist du objektiv wirklich da? Also mich haben, soweit ich mich erinnern kann, haben diese Fragen mich interessiert und auch dazu geführt, dass ich dann ein Philosophiestudium begonnen habe mit 18 und nach Asien gegangen bin. Und es ist noch immer so. Und heute auf dem Weg zu dir dachte ich auch dran, was ist wirklich? Was würde ich einen Menschen fragen, von dem ich was lernen will, vielleicht als erstes, was ist für dich Wirklichkeit? Oder wie kriegst du es raus, was wirklich ist? Wie findest du das raus? Und ja, also ich erlebe die Wirklichkeit, das ist mein Eindruck. Ich höre was, ich sehe was, ich fühle was, das nennt man sinnliche Eindrücke, ich habe auch Introspektion, ich nehme meine Gedanken wahr, wie sie kommen und gehen und manchmal auch weniger leicht wahr, dann bin ich besessen von den Gedanken, kommen die Gefühle auch, die gehen, bin ich vielleicht ein bisschen traurig und nehme das wahr und dann geht es wieder, das ist doch wirklich, das nennt man subjektive Wirklichkeit. Aber dann gibt es da das intersubjektiv Vermittelbare, was die Wissenschaft erforscht. Die sagen immer, wenn ein Wissenschaftler eine These aufstellt, dann muss die von einem anderen überprüfbar sein. Der stellt eine Behauptung auf und das Experiment muss wiederholbar sein. Ich kann nicht einfach sagen, Kasachstan ist einfach nur Wüste. Da muss jemand hingehen können und sagen, ist es wahr, dass es da keinen Regen gibt. Das nennen wir dann objektive Wirklichkeit. Und ich versuche nun, das beides zusammenzubringen in ein Weltbild. Und dazu fällt mir vielleicht könnte man es Metapher nennen. Stell dir vor, eine Kugel, so wie unser Globus auf der Erde. Und jeder von uns Menschlein ist da an einem Punkt drauf und empfindet sich als die Mitte der Welt. Das nenne ich subjektive Wahrheit. Und das ist wirklich so. Ich empfinde mich als die Mitte der Welt und das finde ich auch völlig in Ordnung und das ist unlöschbar. Und alles ist drumrum. Und ich könnte natürlich sagen, nein, da ist doch die objektive Wirklichkeit und das ist nur subjektiv und du täuschst dich. Aber ich kann das nicht löschen. Ich empfinde mich als die Mitte der Welt. Und ich treffe andere Menschen, die sich ebenso als die Mitte der Welt empfinden. Und wenn ich jetzt nun uns alle auf einem Globus vorstelle, jeder Punkt empfindet sich als Mitte der Welt. Und man kann jetzt drumherum gehen und dann kommt man wieder am selben Punkt wieder raus, von jedem dieser Punkte. Und aus der dritten Dimension, als Globus, als Kugel gesehen, Kugeloberfläche, ist jeder Punkt auf der Kugeloberfläche ist die Mitte dieser Oberfläche. Da lässt sich nichts gegen sagen. Aber das ist die dritte Dimension. Und so meine ich, wenn wir subjektive Wesen, die wir uns alle als die Mitte der Welt empfinden,
davon ausgehen, dass es noch einen Raum hinter diesem gibt, nennen wir das eine weitere Dimension, vielleicht die vierte. Und in dieser Dimension, wissenschaftlich nennt man das das Hologramm, ist jeder dieser Punkte, du als Mitte der Welt, ich als Mitte der Welt, alle die 7,4 Milliarden Menschen draußen, alle subjektive Wesen, lauter Mitten der Welt. Aber in diesem nächsten Raum haben die eine einzige Mitte. Und dann kann man auch wieder sagen, ja, dann ist auch das die Wahrheit. Was aber nicht die Wahrheit der dritten Dimension löscht, dass ich, subjektives Wesen, einen Standpunkt habe. Und der ist von deinem Standpunkt verschieden. Und ich denke mir jetzt abschließend noch die an unsere beschränkten Sinne, dass zum Beispiel ein Hund, der 600 Mal so gut riecht, als ein Beispiel, eine ganz andere Wahrnehmung hat, als wir mit unseren beschränkten Sinnen. Ja, und Tiere haben andere Sinne. Die Bienen können UV-Strahlen sehen und. Die Fledermäuse können Ultraschall hören. Also Tiere haben andere sinnliche Wahrnehmungsfelder als wir und auch wir Menschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können keine Farben sehen. Es gibt Menschen, die blind sind. Aber alle diese Wesen, inklusive den Fledermäusen und den Hunden, wenn auch auf eine vielleicht primitivere Art, weil sie ein weniger klares Ich-Bewusstsein haben, empfinden sich als Mitte der Welt. Und da kommt jetzt das Thema Ich rein. Wir sagen ja, die Kinder, das Baby kommt auf die Welt, hat noch kein Ich und irgendwann nennt das Kind sich nicht mehr in der dritten Person, sondern Ich und kriegt es beigebracht von den anderen. Und da kommt dann so eine Instanz rein, ich bin ein Wesen, eine Struktur, eine Persönlichkeit, ein definierbares Etwas, was anders ist als dein definierbares Etwas, was aber auch die Mitte der Welt ist. Du und ich. Und da kommt dann das Thema Ego-Transzendenz. Ist das überhaupt das Ego? Was ist die Persönlichkeit? Ist alles eins? Und da fangen dann alle die spirituellen Themen an. Aber ich denke, es ist gut, immer wieder zurückzukehren zu dem, was kann ich wirklich wissen? Was kann ich wissen? Mir können die Leute alles Mögliche von der Welt erzählen. Aber das Einzige, dessen ich mir wirklich sicher bin, ist, dass ich jetzt diese Kamera da sehe, dass ich meinen Körper spüre, meinen Atem spüre, dass ich Gedanken habe, die sinnliche Wahrnehmung, auch die Introspektion. Nichts anderes kann ich sicher wissen.